An einem kühlen, windigen Herbsttag kommt ein junger Geselle auf seiner Walz durch das Steinmühlental. Er ist auf dem Weg nach Elrich und muss vor Einbruch der Dunkelheit das Stadttor erreichen. Auf dem Weg trifft er eine alte Frau, die Feuerholz sammelt. Hey Mutterchen, wo willst du denn hin? Weißt du nicht, dass das hier verboten ist? Wir sind hier im Nationalpark Harz. Da gehört alles der Natur. Ach, Jungchen, wo kommst du denn her? Nur mal langsam. Ich kenne mich da aus. Ich bin schon in vielen nationalen Naturlandschaften gewesen. Im Naturpark Eisfeld-Hennig-Werratal zum Beispiel oder im Nationalpark Hainich, im Biosphärenreservat Rhön. Aber am liebsten bin ich natürlich in Berlin, denn da kommen alle Naturlandschaften unter einem Dach zusammen. Und an dem Dach habe ich mitgebaut. Das ist zwar schon lange her, aber das hat mich sehr gern daran erinnert. Sag mal, du schnaufst aber sehr. Gib mir jetzt vielleicht doch dein Bündel. Ja. Auch wenn es verboten ist, will ich dir dabei helfen. Hab Dank, Jungchen. Du kannst das Holz ruhig tragen. Wir sind hier nämlich im Naturpark Südharz. Ich kenne mich da auch aus. Schau mal, der Fuhrbach fließt hier. Und wie die roten Felsen im Tal ragen. Es ist wunderschön. Und so manche Geschichten, Jahrhunderte alt, erzählen diese Bäume und die Felsen. Bleib einfach mal stehen. Ja, Mütterchen, du hast recht. Nun bin ich schon viel herumgekommen in den Naturlandschaften, aber so habe ich die Natur noch nie gesehen. Da der Stein, ein Gesicht. Und der, der hat ja von, ist ja ein Stein voller Locken. Der sieht ja aus wie die Landrätin. Na, 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 Jungchen. Siehst du mal, wie gut es ist, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Man kann viel entdecken. Unser Naturpark ist zwar sehr klein, aber man kann durch ganz verschiedene Landschaften gehen. Mal sieht man eben rote große Felsen, mal schaut man in weiße Höhlen und mal kann man an schönen Seen spazieren gehen. Wo sagst du, Junge? Oh, wir müssen weiter, Mütterchen. Lass uns gehen. So, Jungchen, jetzt gib mir mal mein Holz zurück, denn ich muss hier jetzt entlang gehen. Ich will dich aber für deine Hilfe reich belohnen. Hopp. Aus dieser Quelle will ich dir feuchte Erde schenken. Und gib gut darauf Acht. Denn manchmal verbirgt sich ein Schatz da, wo man ihn gar nicht vermutet. Und nun geh deines Wegs. Mach's gut. Und der Geselle warf die Erde achtlos beiseite und wischte sich die Hand an der Jacke ab. Feuchter Schlamm? Was soll ich damit? Das brauche ich ja nun weiß Gott nicht. Weg damit! Nun zog er seine Uhr heraus und merkte, dass er sich beeilen musste. Er nahm flugs die Beine in die Hand, rannte los und schaffte es, gerade noch nach Elrich zu erreichen, bevor die Stadttore geschlossen wurden. Als er am anderen Morgen erwachte und sich für die Arbeit anzog, machte er eine unglaubliche Entdeckung.
Ich habe gut gegessen in Elrich und gut geschlafen. Und nun will ich mich wieder auf den Weg machen. Was ist das? Pures Gold an der Jacke. Da, wo der Schlamm abgewischt wurde gestern, dann hat das Mütterchen ja doch recht gehabt. Da, wo man es nicht vermutet, ist oft der Schatz begraben. Ich muss hinaus in den Wald den Schlamm suchen. Der hat sich sicherlich auch in Gold verwandelt. Und schauen, ob ich ihn wiederfinde. Und wieder nahm der Geselle die Beine in die Hand und lief ins Steinmühlental. Aber so sehr er auch suchte, er konnte den Schlamm, den Schatz aus dem Goldborn, nicht wiederfinden. Hallo, ich bin der Johannes Hager. In meinem normalen Leben bin ich Leiter des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal, eines weiteren großen Naturparks hier in Thüringen. Und 9 Jahre lang war ich auch stellvertretender Vorsitzender von Europark Deutschland, der Dachorganisation der nationalen Naturlandschaften. Ich lade Sie natürlich einmal ein auf diesen wunderschönen Sagenpfad, aber ich lade Sie auch viel lieber natürlich noch ein in meinen eigenen Naturpark im Eichsfeld und im Hainich und im Werratal. Hallo, mein Name ist Stefan Glante, ich bin der Bürgermeister der Gemeinde Harztor hier im Südharz. Und ich hoffe, Ihnen hat dieser Film über das Steinmühlental gefallen. Wenn, ich lade Sie recht herzlich ein, in Ihrfeld auf dem Harzer Sagenpfad weitere Sagen zu erkunden, sich anzuschauen und auch mit uns zu genießen. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin die Landrätin Birgit Keller, hier vom Landkreis Nordhausen. Ich lade Sie herzlich ein auf den Harzer Sagenpfad, uns hier zu besuchen, hier im schönen Steinmühlental, als Chefin des Südharzer Tourismusverbandes und natürlich auch des Naturparks Südharz. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite.